Ja, hallo meine Freunde, da bin ich wieder. Ihr habt vielleicht die Überschrift gelesen. Es handelt sich heute ja um ein sehr brisantes Thema. Und zwar habe ich zufällig mal wieder ein Video vom lieben Benny von aka Shisha Warentest gesehen. Ich muss ja zugeben, ich bin eher der Typ, der sich diese langen Videos nicht anschaut. Das weiß der Benny auch, das sind mir bestimmt nicht übel. Und trotzdem habe ich mir dieses brisante Video mal angeschaut, weil ich einfach interessiert war, was der Kollege da unter anderem natürlich noch mit Jens und Olli darüber ablässt quasi. Und ich fand es sehr interessant. Hat mir so ein paar Punkte aufgeschrieben. Und ich habe das Video auch in der Tat bis zum Ende geguckt, auch wenn es ein bisschen anstrengend war. Jungs, seid mir nicht böse. Ich mag euch natürlich sehr gerne. Aber manchmal sind die Videos doch ein bisschen zu lang. Und nur weil ich das jetzt sage, bedeutet das nicht, dass ich irgendwas gegen Benny habe oder seine Videos schlecht finde. Nein, sie sind mir einfach manchmal zu lang. Das ist Geschmackssache. Ich denke, er wird mir da das nicht übel nehmen und er wird vielleicht auch meine Videos gar nicht schauen, weil er vielleicht was ganz anderes zu tun hat, weil er sich sagt, das interessiert mich nicht oder weil er seine ganzen Nachrichten beantworten muss. Das ist kein Problem. Viele Leute stufen das dann direkt wieder als, der Yannick, der mag den Benny nicht. Ja, direkt mal auf Facebook posten. Benny, schau mal, unter Yannicks neuestem Video, der hat sich voll weggedisst. Bin ich mir sicher, dass das jemand machen wird. Benni, kannst du ja mal mir schreiben. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute hier sagen werden, oh, guck mal, das Video von Yannick, der hat da über dich abgelästert. Nein, natürlich nicht. Wir müssen auch hier ganz klar jetzt mal sagen, der liebe Benni, ja, aka Big2B, aka mittlerweile Shisha Warentest, hat mich auf Platz 1 von YouTube abgelöst und hat auch Shisha for You von Platz 1 auf YouTube abgelöst. Das bedeutet, wenn ihr euch das mal im Klaren ruft, Benni ist aktuell der größte Kanal für Wasserpfeifen im Internet. Auf YouTube. Muss man sich mal geben, natürlich. Ja? Klar habe ich noch ein paar Abonnenten durch das Galaxy S2 und auch ein paar andere Sachen, aber was Shisha angeht, hat er die größte Aufmerksamkeit auf YouTube und das, das ist uns allen bewusst und ich persönlich bin natürlich nicht eifersüchtig, ich freue mich für ihn. Zum Glück, dann kriegt er den ganzen Spam ab und ich kann ganz cool abchillen. Ja? Dann kommen wir schon zum nächsten Thema, zum Thema Hater und Hater-Kommentare und so weiter und so fort. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, hey, mittlerweile geht's mir, also bin ich ganz cool, ja, also mir, ich habe keinen Stress so, wenige Hater im Moment, muss ich sagen, ja, die Leute haben es aufgegeben, langsam bin ich einfach langweilig, die Leute kennen mich schon, ne? Alle Yannick, Spaß hier, gar keinen Bock, irgendwas zu schreiben. Beim Benny finden sie immer noch ein bisschen Angriffsmaterial. Es ist immer so, Benni, auch wenn du das Video jetzt hoffentlich siehst, ich hoffe es mal, dass du es siehst, du musst es hier immer so denken, die Leute, die finden immer irgendwas, worüber sie ablästern können. Ja. Sei es unser gemeinsamer, ja, sehr hoher Haaransatz, haben wir ja beide und die Leute dissen uns deswegen, kein Problem, die werden irgendwas finden, der hohe Haaransatz. Sei es natürlich deine wunderschöne Sternchen-Couch mit diesen Kuscheltieren und so, was ein bisschen kindisch ist, aber scheiß drauf, Alter. Guck doch mal hier, siehst du? Ich habe auch Kuscheltiere, ja, das ist voll okay, glaub mir, ich fühle mit dir. Aber die Leute finden irgendwas, um dich natürlich letztendlich zu dissen, ja. Und die Leute finden nicht nur peinliche Sachen, sondern auch irgendwelche Sachen mit Shisha. Natürlich denken die teilweise, der gehört zu Kaya und der gehört zu dem und zu dem. Aber du willst einfach nur Videos machen und willst den Leuten helfen und das ist voll okay. Natürlich wird man automatisch, wenn man sich die Sachen nicht unbedingt immer selbst kauft, immer so ein bisschen parteiisch. Der Kaya hat mir mal da was geschenkt, dann sage ich mal das und das. Aber das ist völlig normal und das ist, ich denke, auch menschlich. Die macht das Ganze Spaß und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Video jetzt wirklich zweimal angeschaut, ja, also quasi echt knallhart, fast eine Stunde lang, also 45 Minuten. Und ich finde es faszinierend zu sehen, weil ich erkenne irgendwie so, du trittst so ein bisschen in meine Fußstapfen, das finde ich cool. Weißt du, früher mit Hamsters Blog, da hatte ich genau dasselbe wie du, weißt du? Hatte ich so einen Blog, gut, du hast einen YouTube-Account, ich hatte auch einen YouTube-Account und man kriegt von den Leuten Sachen zum Testen und man macht darüber Videos und die Leute freuen sich. Das erinnert mich manchmal an mich, so in den früheren Zeiten. Das ist schön zu sehen, das freut mich natürlich, dass das so erfolgreich läuft. Und ich hoffe, dass es für dich auch so weitergeht, keine Frage. Ich bin ja mittlerweile da ein bisschen entfernter aus, aus dieser Szene, will ich nicht sagen, aber generell dieses Wort Reviewer, wer hat das bloß erfunden? Ich habe es nicht erfunden. Also ich habe noch nie irgendwie behauptet, ich wäre ein Reviewer. So was habe, so das Wort gibt es überhaupt nicht. Das ist absoluter Käse eigentlich. Also ich persönlich habe mich schon immer eigentlich eher als so ein bisschen Alleinunterhalter bezeichnet. Ich mache das ja allein hier in meinem Zimmer. Ist ein bisschen schade. Ich habe ja keine Freunde, deswegen dissen mich die Leute auch manchmal. Du hast ja wenigstens ein paar Leute, mit denen du Videos machen kannst zusammen. Ja, ich habe keine. Aber ich persönlich sehe mich eher ein bisschen als Alleinunterhalter, während
du ja so ein bisschen eher der Tester bist. Und genauso war ich früher auch, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es macht eigentlich alles keinen Sinn. Man kann es niemandem recht machen. Deswegen unterhältst du einfach die Leute. Und deswegen machst du das, weil es dir Spaß macht. Das Video dauert 15 Minuten über einen Tabak und die Leute werden sich bestimmt beschweren. Ich wollte doch eigentlich nur wissen, wie dieser blöde Tabak heißt. Aber soll ich dir was sagen, Benni, ganz ehrlich? Ich habe meine Zuschauer mittlerweile so weit, ich kann auch hier 15 Minuten völligen Schwachsinn reden und die Leute finden es trotzdem cool. Weil die Leute meine Videos nicht schauen, weil sie wissen wollen, wie der Tabak schmeckt, sondern einfach, weil sie es cool finden, weil sie mich rauchen sehen wollen, weil sie, keine Ahnung, einfach so, weil der Typ halt eben voller Spasti ist und irgendwelche lustigen Sachen macht und mit was raucht er heute und mit wem zusammen und wo ist er überhaupt, ja, meistens in meinem Zimmer zugegebenermaßen. Aber ich bin mittlerweile auf dem Level, wo ich sage, ich bin mehr der Unterhalter als dieser Reviewer, weil dieser Reviewer-Scheiß, das ist voll der Stress eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, aber ich will ja nichts ausreden, keine Frage. Es ist nur generell so, es sind einfach zwei verschiedene Situationen. Ich denke, es gibt sehr, sehr viele Leute, die gerne mehr Zuschauer hätten. Wir als die, die viel Aufmerksamkeit bekommen sollten, als gutes, als positives Vorbild natürlich voranschreiten. Und das machen wir auch. Ich fand das Video ziemlich cool. Ja, heißt ja, spricht Klartext über die Shisha-Szene. Und habe wirklich ein paar Sachen aufgegriffen und versucht, die in diesem Video mal wiederzugeben. Aber ja, wie gesagt, also ich sehe mich mehr eher als dieser Unterhalter. Deswegen bin ich da total distanziert und dann wird man auch langsam älter. Ja, ich bin jetzt schon 23 mittlerweile. Ich bin jetzt schon seit, ja, wie lange bin ich eigentlich jetzt schon drin? Seit 4 Jahren, glaube ich, mache ich Videos oder was? Oder seit 5 Jahren sogar schon? Ah, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall schon ganz lange her. Und man wird ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener. Und dann geht das auch ein bisschen runter mit den Hatern. Ja, da kommen immer weniger Hater-Kommentare, weil du wirst irgendwann auch ein bisschen langweilig. Ja? Im Moment stehst du ja im Rampenlicht, das gönne ich dir auch. Aber der kleine Nachteil, natürlich gibt es sehr viele Leute, die dich dann vollspammen mit irgendeinem Scheiß. Ja? Und du musst das natürlich letztendlich ertragen. Aber ich sage nur Kopf hoch, scheiß auf die Jungs. Es sind natürlich viele Neider dabei. Das war bei mir auch schon so, dass sehr, sehr viele Leute Neid auf dich haben, weil sie neidisch sind, weil du so viel Erfolg hast, weil so viele Leute dich gucken. Und ja, ich würde auch wirklich dann, man kann halt sagen, ja, ich bin der Größte hier auf YouTube in Sachen Shisha. Das musst du dir mal persönlich sagen. Ich bin der Größte hier. Was wollt ihr überhaupt von mir? Ja, nur weil ich jetzt hier meine wunderschöne Sternchen-Couch mit ein paar Kuscheltieren hier habe und im Raum des Rauches mit meinem lustigen Dialekt Videos mache, bin ich noch lange kein Arschloch. Und du wirst immer Leute finden, die dich irgendwie verarschen wollen oder die dir etwas Böses wollen. Aber scheiß auf die. Akzeptiere andere Meinungen. Ich schaue deine langen Videos nicht gerne. Das ist eben einfach so. Das meine ich nicht böse. Du kennst mich ja auch persönlich. Und das muss man akzeptieren. Und die Leute, die dir wirklich ans Bein pissen wollen, ja, sei es wegen deinem bayerischen Dialekt oder wegen unseren gemeinsamen hohen Haaransätzen oder irgendwas anderem, da muss man einfach an der Stelle einfach mal drauf scheißen. Es gibt einen Ignorieren-Knopf. Den gibt es in Facebook, den gibt es in YouTube, den gibt es auf allen gängigen Plattformen. Gibt es einfach einen ganz simplen Ignorieren. Da kann man ganz einfach einen ignorieren oder blockieren und dann kann dieser User nichts mehr schreiben. Und das machst du so lange. Du blockierst und ignorierst so lange die Leute, bis es keine mehr gibt, die dich anmotzen. Und so weit bin ich jetzt gekommen. Ja? Ich habe so viele Leute blockiert und irgendwann, da motzt keiner mehr, weil die Leute, die sich nicht interessieren, die abonnieren dich erst gar nicht. Zumindest die schlauen Leute. Die dummen Leute, die abonnieren dich trotzdem und posten weiterhin Scheiße unter deinen Videos. Aber die kannst du einfach mit einem Klick blockieren. Ja, und wenn du es wirklich mal so weit geschafft hast, ja, so wie ich, der ein Hater-Video auf YouTube bekommt, wenn du es so weit geschafft hast, ja, dann hast du es so weit wie ich geschafft, denn das war der absolute Knüller. Ich weiß nicht, ob sich noch Leute daran erinnern, an dieses Hater-Video da auf YouTube, dieses Atomhamster-Hater-Video, war köstlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch online ist, keine Ahnung. Nee, vergiss es, ich höre jetzt mal auf, Scheiße zu labern. Wie gesagt, Benni, eine persönliche Nachricht an dich, Kopf hoch. Du machst deine Sache sehr gut. Ich gratuliere dir natürlich. Du bist jetzt der Größte auf YouTube. Bitte spreche dir das ein paar Mal vor, weil das ist eine sehr, sehr große Leistung. Ich habe ein paar kleine Tipps. Lass dir das Ganze nicht wegnehmen. Lass dich nicht verarschen von Usern, von Shops. Und versuch wirklich immer neutral zu bleiben. Lass dich nicht irgendwie kaufen oder in irgendeiner anderen Weise verarschen. Gut, was habe ich mir noch so ein bisschen aufgeschrieben auf meiner Liste? Ich wurde, wie gesagt, sehr, sehr inspiriert durch Bennys Video. Das nächste, was auf der Liste steht, Master Uras Lee. Wir kennen ihn alle, den Uras, und er ist auch in meinen Augen aktuell sehr, sehr großer Angriffspunkt von den ganzen Leuten, die nichts Besseres zu tun haben, als auf Facebook irgendeine Scheiße zu schreiben.
Das geht meistens leider von irgendwelchen kleinen, minderjährigen, bemittelten, armen Menschen aus, die einfach daheim sitzen, Shisha rauchen und in Facebook irgendeinen Scheiß von sich geben. Nun gut, lieber Uras, ich hoffe, du siehst das Video. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es siehst. Du weißt, ich habe nichts gegen dich, wir sind cool. Und auch dir kann ich den Rat geben, es wird immer Leute geben, die irgendwas an dir auszusetzen haben. Sei es auch bei dir die langen Videos, sei es dein nicht perfektes Deutsch, was überhaupt nicht schlimm ist. Es gibt so viele verdammte Ausländer, die kein richtiges Deutsch sprechen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist eben so und das müssen die Leute akzeptieren. Die Leute werden irgendwas finden, um dich irgendwie anzugreifen oder zu verarschen. Und vor allem dir gebe ich den ganz guten Rat, du musst lernen, das ist ganz, ganz wichtig, du musst lernen, die Leute zu ignorieren oder zu blockieren. Das ist die einfachste Art. Einfach gar nicht aufregen, blockieren. Ja? Oh, der will mich aufregen, oh, ich blockiere ihn. Das ist eigentlich ganz einfach, das muss man lernen. Man kann quasi mit Kritik lernen, umzugehen, aber sobald die Kritik einen bestimmten Schwellenwert erreicht, muss ich den User ignorieren, ihm gar nicht auf die Scheiße antworten, weil das bringt eh nichts, das führt eh nur zu Krieg. Und ich persönlich werde unter meinen Beiträgen auf jeden Fall darauf achten, dass die Leute nicht so eine Scheiße schreiben. Es ist schade, dass die Leute teilweise dich angreifen wegen nichts und wieder nichts. Das finde ich sehr schade. Aber es gibt nun mal solche Leute. Es sind sogar teilweise meine Abonnenten, die dich so angreifen. Und das ist eigentlich sehr schade. Aber dagegen kann man nichts machen. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass das unter meinen Beiträgen ausbleibt. Deswegen nochmal liebe Grüße an dich, Ura. So, was steht als nächstes hier auf meiner Liste? Wie gesagt, ich habe noch Hamstor draufgeschrieben. Wie gesagt, ich natürlich auch als sehr großer Angriffspunkt für die Hater. Aber mittlerweile bin ich ja schon alt und zattrig geworden. Deswegen mache ich dieses Video, damit ich wieder ein paar Leute bekomme, die mich quasi dissen wollen. Nein, Quatsch. Was steht noch auf meiner Liste? Jetzt kommt ein ganz brisantes Thema. Blubberhaus und Kaya. Ja, wir kennen ja alle Blubberhaus und Kaya. NPS und Kaya. Ne? PN. Kennen wir alle. Und ja, da gab es letztes Zeiten wieder ein bisschen Beef. Durch diese ganzen Facebook-Geschichten, da kann man sich schon relativ schnell hochschaukeln. Und aktuell war Blubberhaus so ein bisschen mit Kaya, Shishas, mit Sand befüllt und so weiter. Hat Benny auch schon in einem Video angesprochen und das fand ich auch sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es schade, dass ein großer Hersteller wie Blubberhaus da so gegen die Konkurrenz vorgeht, öffentlich. Das ist einfach Käse. Ich meine, Blubberhaus stellt auch Nagilems her und warum muss ich denn dann, wahrscheinlich haben die dieselben Fehler, warum muss ich denn dann Kaya so wegdissen? Fand ich ein bisschen schade, habe ich auch dem Hersteller teilweise geschrieben, glaube ich, dass ich das scheiße fand, dass da hier so ein riesiger Beef war, das kann ich eigentlich nicht verstehen. Klar sind das Konkurrenten, ja, keine Frage, die werden sich nie vertragen, die kann man sich als Konkurrent vertragen, es geht um das Geld halt, ne? Wenn es um Geld geht, da gibt es keine Freunde meistens und ja, das sind Konkurrenten, ganz klar. Aber trotzdem muss man sich doch nicht so öffentlich vor allem platt machen, ja, und irgendwelche Scheiße, irgendwelche schlechte Zeug, irgendwelche schlechte Propaganda verbreiten. Man muss wirklich auch sagen, durch Facebook ist das alles sehr, sehr leicht geworden. Man erreicht die Leute sehr, sehr leicht. Und in meinen Augen ein ganz, ganz schlimmer Fehler in der Szene. Die Privatpersonen, also die Kunden quasi, die Zuschauer von uns, die Kunden von den Shops, die haben zu viel Einsicht in die Shisha-Szene. Ich finde, es geht niemand etwas an, wer zwischen wem Streit hat oder sowas. Das geht die Kunden einfach nichts an. Ich weiß ja auch nicht, ob jetzt gerade Sony mit Samsung Streit hat, außer irgendjemand wurde verklagt oder irgendein Patent wurde verletzt. Ich finde, sowas gehört einfach nicht an die Kunden. Ja, die Kunden hat das nicht zu interessieren, weil die Kunden nehmen das auf und spucken es wahrscheinlich falsch weiter oder posten in Facebook irgendeine Scheiße darüber und dann entsteht wieder dieser Krieg, den letztendlich die Shisha-Szene so, ja, die letzte Zeit so ein bisschen aufgewirbelt hat. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Was ich auch sehr, sehr schade fand, und das muss ich hier auf jeden Fall nochmal sagen, dieser Placebo-Shop, ja, irgendwie vor ein paar Monaten kam auf einmal ein neuer Shop, ja, der hieß Placebo-Shop, shisha.lu, und hat eine Aktion gehabt, das fand ich sehr schade. Muss ich dir jetzt auch persönlich sagen, ich kenne dich natürlich noch nicht, wir werden uns sicherlich kennenlernen. Und du darfst es mir jetzt nicht zu böse nehmen, aber ich fand es auch sehr, sehr schade, dass mit der Narikela-Aktion war nicht ganz so schön. Ne? Wenn du eine alte Kaya-Pfeife bringst, dann kriegst du eine Narikela für 30% billiger. Fand ich sehr, sehr schade und fand ich daneben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und das habe ich auch unter einigen Kommentaren, habe ich dir zu spüren gegeben.
ich fand's scheiße von dir. Natürlich, Konkurrenz schön und gut, aber du bist neu in der Szene. Markier mal nicht so den großen Macker. Alles ganz cool. Ich freue mich für dich, dass du jetzt einen eigenen Shop hast oder dass du irgendwas zusammen mit Blubberhaus machst. Kein Problem. Aber das mit der Sanarekela-Aktion von diesem Placebo-Shop fand ich ziemlich daneben. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns irgendwann mal kennenlernen. Dann können wir uns vielleicht mal ein bisschen aussprechen und ein bisschen drüber reden. Aber cool down. Blubberhaus und Kaya, das hatten wir schon vor 2-3 Jahren, hatten wir schon den Blubberhaus und Kaya-Krieg. Und oder vor länger, das ist schon Jahre her, da hatten die schon mal so ein bisschen Krieg. Und dann kam noch Relax-Shop und keine Ahnung, Shisham und was es da alles schon gab. Aber das ist mittlerweile wirklich, vor allem weil er so einseitig war. Nur Blubberhaus hat gequetscht die ganze Zeit gegen Kaya und Kaya hat eigentlich gar nichts groß gemacht. Ist eigentlich nicht nötig. Aber gut, lassen wir es mal darauf beruhen. Was ich noch richtig scheiße finde aktuell, muss ich auch mal gerade so loswerden, diese Like-Gewinnspiele, ja. Diese Like-Gewinnspiele à la, hey Leute, ab jetzt verlose ich 2 NPS, wenn ihr meinen Beitrag liked, meine Fanpage liked und das liked. Und das ist quasi so ein bisschen, ich weiß nicht, da wird die Dummheit in Facebook der Benutzer ausgenutzt, ne? Ich meine, ich biete 1 NPS an, für 120 Euro zum Gewinnen. Und das klicken 50.000 Leute auf diesen Link, weil sie denken, oh, ich muss was gewinnen. Ich bin Facebook, ich bin gerade Facebook. Ich bin einfach blöd und klicke überall auf Like, Like, Like. Und das ist ultra nervig. Vor allem, weil alle Leute, die diese Like-Scheiß-Gewinnspiele machen, die verlinken mich auf diesen Bildern, damit die noch mehr Klicks bekommen. Das finde ich scheiße, Leute. Die nutzen quasi meinen Status aus, mich auf den Bildern zu verlinken, um dann letztendlich noch mehr Klicks zu bekommen. Das ist nicht nur nervig für mich, sondern auch eigentlich ziemlich gemein, weil ich habe nichts davon, dass ihr mich da verlinkt und ihr dafür euer blödes Gewinnspiel ganz viele Klicks bekommt. Das ist schade. Es ist sehr, sehr schade, dass ich eigentlich der Einzige bin, der noch Gewinnspiele macht, wo man etwas erreichen muss, wo man eine bestimmte Sache machen muss, eine kreative Sache machen muss, die letztendlich auch toll ist anzusehen. Ja? Ich meine, ich kann auch 10 NPS versteigern bzw. verlosen und kann alle auf Like drücken. Das mache ich demnächst auch. Ich mache auch so ein Like-Gewinnspiel. Funktioniert ja. Ich meine, schaut euch Shisha News an. Der hat vorher gar keinen gehabt, hat ein paar NPS verlost. Jetzt hat er 10.000 Bewerber, 10.000 Abonnenten. Warum nicht? Das ist heutzutage eben Facebook. Die Menschheit verdummt quasi durch Facebook. Ja? Die drücken einfach auf Like. Und das interessiert hier gar nicht. Ihr merkt, es spricht auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen? Ich bin ein bisschen eifersüchtig natürlich, weil ich hätte auch gern so viel Geld, dass ich ganz viele Abonnenten dadurch kaufen könnte. Das habe ich leider nicht. Und deswegen mache ich noch ernsthafte Gewinnspiele, wo man auch etwas tun muss dafür, dass man gewinnt. Das ist keine Kritik an Shisha News oder keine Kritik an zum Beispiel Shisha for You. Das ist einfach nur so ein Statement von mir. Ich finde es schade, dass es nicht mehr richtige Gewinnspiele gibt, sondern nur diese Like-Gewinnspiele, die alle eigentlich voll, also mich persönlich total annerven. Und aber das ist natürlich eure eigene Meinung. Wenn jemand da wirklich was gewinnt, dann ist das toll und ich freue mich auch für euch, keine Frage. Aber ich wollte einmal loswerden, es ist ultra nervig. Vor allem, wenn ihr mich dann auch noch auf diesen Scheißbildern verlinkt. Das finde ich nicht in Ordnung, weil das nervt mich dann noch mehr, weil ich kriege dann nämlich 1000 Benachrichtigungen. Ja, zum Glück habe ich jetzt meine Verlinkung ausgestellt. Könnt ihr mich lange verlinken, ist wahrscheinlich nicht funktionieren. Gut, ich wünsche natürlich jetzt euch noch viel Spaß, einen schönen Samstag bzw. Sonntag. Ich wünsche der nächsten Shisha-Generation, die jetzt bald ja schon mittlerweile 16 Jahre alt wird, ein kleiner Scherz, also ich wünsche allen von euch, dass ihr neutral bewerten könnt, dass ihr nicht von der Shisha ausgeht, dass ihr nicht sagt, meine Shisha ist die beste, sondern vielleicht einfach mein Setup ist das Beste oder mein Tabak ist der Beste. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Nein, dass ihr einfach nicht so oberflächlich seid, dass ihr in Facebook nett zueinander seid. Es ist nicht schwer, denke ich mal, seine Meinung auszudrücken, aber man kann sie auch nett ausdrücken. Man muss sie nicht irgendwie aggressiv in irgendeiner Gruppe posten oder irgendjemanden beleidigen. Das will ich euch somit auf den Weg geben. Und natürlich bleibe ich euch in jedem Fall erhalten, keine Frage. Ich wünsche Benny alles Gute mit seinen Videos von Shisha Warentest. Ich grüße Uras nochmal und natürlich auch Shisha for You, ganz, ganz wichtig. Und alle anderen, die Videos machen. Insbesondere auch natürlich diverse Shops, wie beispielsweise die Jungs von Blubberhaus, die Jungs von Kaya, von Shisha Neil, von Smoking Shisha, von Shisha King, die Newsgruppe von Shisha News und diverse andere, die ich jetzt noch vergessen habe. Lasst uns mal ein bisschen überlegen, warum wir überhaupt alle zusammengekommen sind, weil wir nämlich Shisha rauchen wollen. Und lasst uns mal den Krieg ein bisschen runterfahren, lasst uns die Hater mal ein bisschen ignorieren und dann wird die Szene auch wieder bergauf gehen. Das bin ich mir ziemlich sicher. So schlimm wie alles ist,
wie alle tun, ist es natürlich eigentlich gar nicht. Alles ist cool, sobald der Krieg mal vorbei ist und alle Leute sich mal zurückentsinnen, warum bin ich überhaupt hier, weil ich Shisha rauchen will, weil ich die Videos gerne gucke, weil ich den und den mag und den vielleicht nicht so gerne mag. Solange das alle akzeptieren in einem gewissen Sinne, werden auf jeden Fall alle glücklich werden. Haut da rein, macht's gut. Da ist auch schon der Findus und läutet zum Feierabend ein. Haut da rein, bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.